Mein Alltag besteht natürlich erstmal darin, aufzuwachen. Und das tue ich, seit ich ihn angebrochen habe, so um 9 Uhr. Und dann, weil ich abends nicht schlafen kann, allgemein nicht schlafen kann. Und dann schaue ich immer wieder, wie geht's dem Arm? Ja, und dann geht der richtige Tagesablauf los. Dann heißt es rein in die Schluppen, Sachen packen und duschen gehen. Und das erste Mal am Tag weißt du eigentlich, dass du gar nicht so richtig alleine machen kannst. Wenn du unter der Dusche stehst, diesen einen Arm immer hochhalten kannst oder da irgendwie eine Mülltüte drum hast und dich damit versuchst, mit dem anderen irgendwie zu waschen, das ist halt schon. Da weißt du halt echt, wie kacke sowas ist, wenn du irgendwas gebrochen hast oder wenn du nur einen Arm zur Verfügung hast. Also man kann echt froh sein, dass es nur ein Bruch ist oder so, also dass man allgemein gesund ist. Weil, ja, ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man halt nur so einen zur Verfügung hat. Selbst die einfachen Dinge, die vorher alltäglich waren mit zwei Armen, wie T-Shirt anziehen, Zähne putzen, oder einfach nur Cornflakes in eine Schüssel tun. Meistens setze ich mich mit dem Frühstück direkt an den PC und schaue YouTube-Videos. In letzter Zeit sehr viel Vines, weil ich die einfach mega lustig finde. Aber auch so schaue ich sehr viel YouTube. Denn die ganzen anderen YouTuber, die ich kennengelernt habe, habe ich natürlich auch selber abonniert, die meisten. Und dann schaue ich mir auch von denen natürlich Videos an, um zu wissen, was so abgeht, um auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach nur, weil sie gute Videos machen. Wenn ich aber alles dann geregelt habe, sprich duschen, Zähne putzen, aber auch gefrühstückt, dann kümmere ich mich um meinen Sohn. Den muss ich natürlich erstmal wecken, weil der steht ja nicht vor 13 Uhr auf. Ja, Tyson ist damit gemeint. Der schläft ja rund um die Uhr und meistens kümmere ich mich dann nach dem Frühstück erstmal mit dem. Der geht ja später erst raus, das will er nicht. Und dann kümmere ich mich mit dem Spiel ein bisschen mit dem. Und wie heute, da habe ich ihm erstmal die Pfoten, die Ballen hinten erstmal eingecremt, weil die schon ziemlich rau waren. Und ja, dann spiele ich meistens mit ihm. Und irgendwann habe ich dann so Bock, Let's Play aufzunehmen, dass ich mich dann meistens am Computer setze und irgendwas aufnehme. Ob es jetzt ein Indie-Game ist oder in dem Fall Master Builders. Nicht, weil ich irgendwie den Druck verspüre, dass ich muss oder sowas. Nein, ganz, ganz im Gegenteil. Ich könnte auch gar kein Video machen, weil es tut echt weh. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe wirklich richtig Bock, ein Video zu machen. Weil ich es halt, wie ich schon mal in einem anderen Video gesagt habe oder schon mehrmals in anderen Videos gesagt habe, ich finde es super toll, andere Leute glücklich zu machen. Und wenn ich selber meine Videos gucke oder so, dann lache ich auch selber. Und das macht mich einfach glücklich und das finde ich super. Hey ihr Jimmys, was geht ab? Wie ist wieder euer Petler mit einer neuen Folge Minecraft Master Builders. Und heute, was bauen wir heute? Heute ist es ein Spielzeug. Okay, los geht's. Irgendwann am Tag schneide ich dann die Videos, aber da lasse ich mir immer richtig Zeit, denn das mache ich hier mit einer Hand, lege die andere hin und ja, mache das ganz gemütlich, denn beim Schneiden und so mache ich das normalerweise mit links immer ganz schnell hier Copy-Paste und so, aber das bringt mir nichts, wenn mir in der Nacht immer die Finger wehtun.
Deswegen lasse ich es locker flockig angehen, schneide ein bisschen meine Videos und dann ist das Video auch schon fertig. Und ungelogen, und immer wenn ich das Video fertig geschnitten habe oder ein Video, lege ich mich hin, chill ein bisschen, weil diese Tabletten, die sind voll stark und davon werde ich immer saumüde. Und dann gucke ich mir meistens immer die Kickers an. Wenn man schon kein Fußball spielen kann und im Bett liegt, dann sollte man wenigstens davon träumen dürfen. Und irgendwann bin ich dann so müde von den Medikamenten, die ich nehmen muss, während ich Fernsehen gucke, dass ich einfach einratze. Ja, und dann schlafe ich meistens immer bis zum nächsten Tag durch. Und dann wiederholt sich der ganze Tagesablauf wie ein Teufelskreis wieder und wieder.